Seit vielen Jahren arbeiten die Unternehmen des Wirtschaftskreises Berlin-Pankow sehr erfolgreich mit der Heinz-Brandt-Schule und dem Kollegium zusammen. Mit dem Praktikum für Lehrer und Lehrerinnen sind wir dem Wunsch der Unternehmen gern nachgekommen, mehr Praxisnähe für die Pädagogen zu zeigen, mehr Struktur und Abläufe von den Unternehmen aufzuzeigen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es ziemlich leicht war, die Unternehmen dafür zu gewinnen, über mehrere Tage einen Kollegen Pädagogen bei sich aufzunehmen. In der Heinz-Brandt-Schule haben wir ein aufeinander abgestimmtes Berufsorientierungskonzept, beginnt ab Klasse 7. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, trotz aller Bemühungen sind unsere Schülerinnen und Schüler in der 10. Klasse doch noch sehr orientierungslos, was die Berufswahlentscheidung anbelangt. Da haben wir uns überlegt, wer sind denn überhaupt die entscheidenden Menschen, die unsere Jugendlichen beraten. Das sind natürlich die Peer Group, aber auch die Eltern und ganz klar natürlich die Lehrerinnen und Lehrer. Und so haben wir uns entschieden, dass auch Lehrer in ein Praktikum gehen, weil normalerweise kennen Lehrer nur ihre eigene Ausbildung, also Schule, Studium an der Universität und wieder Schule. Und so können Lehrer durch das Praktikum auch neue Einblicke gewinnen und an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben. Also die Entwicklung, gerade in den Naturwissenschaften im Bereich Technik, Innovation, ist so schnell, dass wir so eine gewisse Befürchtung haben, dass das alles veraltet ist oder dass teilweise auf Lehrplänen oder zurückgegriffen wird, die schon einfach 5 bis 10 Jahre zurück sind und dass das Praxisbild nicht mehr stimmt. Ich bin hier, um einfach Neues zu lernen, um Einsichten zu bekommen und genau, da gab es keine Angst. Wir erwarten von einem Lehrerpraktikum, dass die Lehrkraft engagiert mit uns zusammenarbeitet, motiviert mit uns die Baustellen besucht, viele Fragen stellt, um dann Kenntnisse zu erwerben. Was macht den Beruf des Tiefbaufacharbeiters aus? Es gibt ja dieses Vorurteil, einmal auch über Lehrer, aber auch über Baustellen. Da stehen Leute rum, gucken, tun nichts, haben schön ihre Arbeitsklamotten an. Und ich habe es jetzt verstanden, warum die da rumstehen, weil sie nämlich diese Arbeit koordinieren müssen. Ich fand es beeindruckend und ich werde nie mehr diesen Gedanken haben, na, da hat ja wieder einer die Arbeit und 5 Leute gucken zu. Einfach auch die Lehrer begeistern dafür, die Schüler mehr zu begeistern, wieder in diesen in diese duale Ausbildung zu gehen, was wir ja auch als AOK anbieten. Und von daher wollen wir natürlich auch mit dieser Woche so ein bisschen Action bieten, in Anführungszeichen. Ja. Ich glaube, wenn man längere Zeit da sind, sind die Mitarbeiter, erstens haben sie mehr Zeit und sie sind ehrlicher, weil man eben bestimmte Dinge einfach gar nicht nicht zeigen kann. Und man wird auch vertrauter und man erfährt einfach auch ein bisschen mehr über den Alltag. Ich glaube, was der Lehrer sehr gut mitnehmen kann, ist, dass man einen Einblick in die Unternehmen bekommt, wie die Unternehmen so funktionieren und wie sie sich vielleicht auch verändert haben im Vergleich, gerade bei einem Lehrer, wie habe ich eigentlich früher mal gelernt, wie war früher die Zeit und wie funktioniert heute das Business und alle Arbeitsschritte, die wir machen, auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten. Und wenn der Kunde eben statt B, Z will, da müssen wir halt Z generieren und das lösen. Und ich glaube, das ist ein positives Signal, was man auch an die Schüler heutzutage eben weitergeben kann, dass man flexibel sein muss, sich auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Das müssen die Lehrer ja auch. Mein Praktikum war sehr intensiv. Ich war nach den beiden Tagen, die ich jetzt schon hinter mir habe, auch etwas erschöpft, anders erschöpft als in der Schule. Es ist ganz ungewohnt, so in der Situation zu sein, dass man viel aufnimmt. Also ich habe viele neue Informationen aufnehmen müssen, weil ich das gar nicht so erwartet hätte, wie vielschichtig hier die einzelnen Arbeitsbereiche, die Aufgabenbereiche sind. Die Jugend, wenn man heute sich bewirbt, vielfach nicht mal weiß,
was hinter einem Beruf steckt, wie die Voraussetzungen sind, was wir überhaupt hier machen. Heutzutage ist auch die Berufswelt sehr unübersichtlich. Es gibt allein in den Lebenswissenschaften über 800 Masterstudiengänge, allein in Biowissenschaften. Keiner blickt da mehr durch. Das heißt, ich brauche konkrete Bilder. Wir schaffen hier für die beteiligten Lehrer konkrete Bilder für Ausbildungsberufe. Sie kriegen einen konkreten Eindruck und sind natürlich Multiplikatoren, auch ein Stück in unserem Sinne. Ich glaube, jetzt von nicht nur Fernsehen und theoretischer Seite gehört zu haben, welche Voraussetzungen Schüler mitbringen müssen, um sich zu bewerben, sondern also aus Erlebtem sozusagen, ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Um es knapp zu sagen, Authentizität. Wenn ich mitgelaufen bin, gesehen habe, wie das läuft, kann ich viel klarer und authentischer darüber berichten, was denn da auf jemanden zukommt. Also mitnehmen tue ich aus diesem Praktikum auf jeden Fall den Gedanken oder eher so ein Monitoring über die Schüler. Wen könnte ich fragen, ob er nicht Lust hat, sich bei dieser Firma mal als Praktikant vorzustellen? Also weil ich jetzt besser einschätzen kann, welche Wissensmerkmale Schüler haben müssen, um hier auch erfolgreich sein zu können.